One, two, three, four. Wow, Howie. Take it down. Okay. This is... Ooh la la. Diese Stiefel, oder? Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ja, sie bewegt kennt sich ihr, extrem gut, ich glaube, gut, dass ne? sie Anglerin ist und kennt ihr diese Stiefel, wo man ganz mit ins Wasser gehen kann? Meinst du, das sind die? Oh. Jesus! Also das funktioniert natürlich sehr, sehr gut. Ich vermute, sie hat Instagram. Ich weiß nicht genau, aber... Das ist Abteilung TikTok. Teddy! Ja? Auf geht's! Meinst du? Ganz ehrlich, wenn die gut singen könnte, dann wüsste man das schon. Also dann wäre die schon Star. Ja, und dann hätte die sie ja die mega Stiefel nicht an, oder? Naja. Wenn die jetzt auch noch gut singen könnte, nee, ich glaube, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ha! Hulalala! Ah! Hätte ich das gewusst. Feel like a dangerous woman. Something about you. Makes me wonder, do things that I shouldn't. Something about all girls wanna be like that. Bad girls underneath like that. You know how I'm feeling inside. Something about you. Also ja. Wow. Seit wann bist du halbnackt? Ich bin so auf die Welt gekommen, halbnackt. Halbnackt? Was hast du an, als du auf die Welt gekommen? Also, war so aber kalt. Du tanzt professionell irgendwie, oder? Oder tanzt du einfach gern? Ich tanze gern und ich mache Pole Dance. Also ich war schon immer so ein bisschen tänzerisch unterwegs. Ja, wie heißt du? Wie alt? Woher? Ja. Und wie lange planst du mit deinem Freund noch zusammen zu bleiben? Ich heiße Alexandra Leonhardt, bin 24 Jahre alt und komme ursprünglich aus Mannheim, lebe aber seit 5 Jahren in München mit meinem Freund. Ich plane noch lange mit ihm zusammen zu sein. Ich denke, dass ich sehr, sehr vielseitig bin. Also ich bin jetzt nicht nur süß, sondern auch ein bisschen sexy. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr ehrgeizig. Ich habe schon ein abgeschlossenes Biologiestudium hinter mir. Und jetzt ist mein Ziel, berühmt zu werden. Das war es schon immer, aber ich wollte erstmal eine sichere Variante haben. Sprich, ich verkörper vielleicht jetzt optisch so das klassische Blondchen, bin es aber eigentlich nicht. Also manchmal schon, aber nicht immer. Hey, ach schön. Also, ja, also die Performance fand ich fand's mega. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass es dir Spaß gemacht hat. Du machst viel Sport auf jeden Fall, oder? Ehrlich gesagt, schon, nicht so viel. Also Pole Dance ist schweineanstrengend. Ja. Ist auch, ja, aber... Ja, also viel. Ich glaube, andere machen mehr. Planst du wirklich zu singen? Nein. Aha. Genau. Ja, aber das mit dem ohne Singen, das musst du weitermachen. Also du hast du hast eine sehr krasse Ausstrahlung. Die kam auf jeden Fall. Das freut mich. Durch die Kuppel durch. Wenigstens das. Ja. Ja, alles vielen Dank. Dankeschön. Für deinen Besuch. Ja. Tschüss. Mega. Das war super aufregend, super spannend. Also ich bin jetzt echt erleichtert, dass ich es rum habe. Ich habe ja den ganzen Tag und die ganzen letzten Tage auch drauf gewartet. Und ja, jetzt bin ich froh und erleichtert. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber es ist nicht schlimm. Wenn du als Frau so rauskommst, dann hat man eine größere Erwartungshaltung noch, ne? Ja, weil oder, das so eben oder eben gar keine mehr. Das ist ja auch schlimm. Oder? Ja. Ach so, du meinst andersrum. Ja, auch. Ja. Aber ich hätte gerne das Booty-Workout. Beides mega dünnes Eis. Einfach. Nein! Guck mal, das Ding ist so. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn jemand halbnackt rauskommt und sich so regelt, dann guckt man nur auf die
Halbnacktigkeit und auf diese Twerk-Bewegung. Weißt du, ja, was ich meine? Darauf denkt, hast du geguckt? Na klar! Ich nicht. Nee, ich war glaub, bei den Stiefeln, Leute. Ich oder der, weißt du, auch wenn ein Typ oben ohne kommt. Ja, da ja, bin ich raus. Du meinst, es ist erstmal ein Statement, ne? Und dann muss, ja, da, das muss ist erstmal so, okay. Erstmal ja. Deswegen fand ich jetzt einfach, das wollte ich einfach mal sagen. Ja. Ich wollte es einfach mal sagen. Ich okay, möchte den Auftritt aber auch nicht gemisst haben. Also ich bin sehr froh, dass er in der Show wie gesagt, stattgefunden ich werde hat, heute Nacht von einem wir das alle erleben dürfen. Booty-Workout träumen.